So, gleich nochmal. Und wir würden gerne nach Neusorbigal. Genau. Weil hier ist der Tempel und hier ist der Tempel auch mit am günstigsten. Wir hatten ja schon andere Tempel, da musste man dann 3.000, 4.000 Gold bezahlen, nur für irgendeine kleine Heilung. Und das ist echt nicht schön. Wo wir gerade mal hier sind, kriegt ihr auch ganz viel Gold, weil ihr so ein toller Tempel seid. Möge das Glück mit dir sein. Glorreich. Ja, das sollten wir auch demnächst machen. Wir haben immer so viel zu tun. Aber ja, wir könnten demnächst auch mal zu der Insel gehen, wo wir instant gestorben sind. Oh, Hufeisen. Und es hat sich mal gelohnt, nachzugucken. Das heißt, wenn hier Hufeisen sind, erstmal haben wir dann hier auch wieder die Fässer. Die können wir uns ganz kurz mal angucken. Und dann können wir auch gleich nach Burg Ironfist da eventuell einen Sprungpunkt stellen, aber ich weiß nicht, ob wir da so häufig hinkommen. So, was? Ich weiß nicht. Aha. 300 Gold. Nee, komm, das lassen wir liegen. So, rote Flüssigkeit kriegst du mal. Grüne Flüssigkeit kriegst du auch. Rot auch. Und leer. Okay. Drei Fässer, also drei Stat-Erhöhungen einfach mal so abgegriffen. Ist doch ganz schick. Genau, Burg Iron Fist, primär wegen der Hufeisen. Stopp, wo ich gerade hier bin, haben wir hier irgendwelche Lehrer, die wir noch brauchen? Zum Beispiel Handelsexpertenlehrer. War, glaube ich, nicht in Neusorbigal. Wie schaut es mit Kondition aus? Kondition fehlt dir, fehlen dir 4 Punkte. Was für ein Zufall. 4 Punkte. Kondition, hast du schon Experte? Kondition, hast du schon Experte? Ja, okay, für dich dann. Ist auch komisch, dass die Priesterin und die Zauberin eher Konditionsexperte werden als die Schützin, die ja eigentlich eine Mischung aus Krieger und Zauberer ist, aber na gut. Wie geht's? Okay. 500 Gold. Was haben wir noch so? Also Handeln brauchen wir, er braucht sonst Axt. Axt braucht er noch. Aber dafür müssen wir irgendwo einen Zwerg finden. Was schwierig ist. Auch Handel, sechster Sinn. Das könnte auch ein Iron Fist gewesen sein. Also ja, Iron Fist scheint wirklich unser nächstes Ziel zu werden. Reparieren könnte da auch gewesen sein. Ja, also Iron Fist ist nächstes Ziel. Gibt ja doch ein, zwei Stellen. Also einmal sechster Sinn, einmal die Hufeisen. Und wir können nur nach dem Zwerg suchen. Denn es gab da eine Zwergenmine, in der wir nicht weiterkamen, aber wahrscheinlich irgendwas von dem besagten Zwerg brauchen. Aber den müssen wir halt in der Umgebung mal suchen. Oh, verklickt. Genau, lasst uns bitte nach Burg Ironfist. So, Rüstungsexperte müssten alle unsere Helden sein. Hier unten gab es einen Auftraggeber. Waffenrüstungshändler. Bogenexperte und Taverne. Ist vielleicht der Zwerg in der Taverne hier? Nö, aber wir können uns mal ein wenig Gepäck holen. Du warst ein Dolchexperte, richtig? Moment mal. Hier war irgendwo eine rückseitige Tür mit einem Dolch. Menschen. Aber anscheinend hier. Ha, sehr komisch. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass da einer war. Aber na gut. Oh, noch ein Grund, warum wir hierher mussten. Also nach Burg Aldenfürst. Der Seher. Oder das Orakel. Oder, ne? Der blinde Typ in der Leinenrobe, der über dem Boden levitiert. Der halt. Und da machen wir einen Sprungpunkt vor. Und versuchen dann einmal im Monat hier hinzuspringen, um zu gucken, wann welcher Schrein aktiv ist. Ich habe dich schon erwartet. Pilgerfahrt. Also, es ist Februar. Schreibt mir auf, Feb ist Innschrein. Den Innschrein kennen wir sogar schon. Das ist der in Mist. Laut meinen Notizen. Aber ich springe jetzt nicht sofort nach Mist. Ich lasse mich nicht schon wieder ablenken. Ich muss halt nur dran denken, dass wir das gleich im Anschluss machen. Also wir wollen jetzt Hufeisen gucken. Wir wollen oben nach dem Expertenlehrer gucken.
Wir wollen gucken, was mit diesem komischen Stachel auf sich hat. Also du erstmal... Schwert raus. Und ich habe den Verdacht, das Ding ist zu hoch zum Fliegen. Ja, so hoch können wir nicht fliegen. Sehr komisch, okay. Expertenlehrer. Hallo, wie geht's? Entschärfen bist du schon? Wie geht's? Erkennen. Ah, hab ich verwechselt. Ich dachte, hier wären für einen sechsten Sinnenlehrer gewesen. Okay, dann hatten wir hier Waffenrüstungshändler, billige Kleriker, Schulen, Tempel. Hier hinten waren Seelenexperte, Seelenmeister. Schön, dass du da bist. Hier, glaube ich. Wie geht's? Meister spirituelle Magie. Ja. Meister werden für 0 Gold. Dankeschön. Was? Mit 5 Punkte Meister. Also ja, das ist echt eine Umgewöhnung von Might & Magic 7 nach 6. Hier gehen sehr viele Dinge, die in 7 nicht gehen. Wie zum Beispiel eben das hier. Dass es bei manchen Skills keinen festen Wert gibt, sondern du musst halt nur einen Stufenaufstieg haben, also einen Klassenaufstieg oder irgendeinen Auftrag erledigen oder dergleichen. Bei 7 ist es immer stur, ab 4 Punkte Experte, ab 7 Punkte Meister, ab 10 Punkte Großmeister. Hallo. Ja, das war's. Okay. Hufeisen. Hufeisen. Und dann glaube ich schon Mist. Und nebenbei immer gucken, ob wir irgendwo noch ordentliche NPCs finden. Oh, kein Hufeisen hier. Der muss das neue Jahr ja gerade erst angefangen haben. Weil von Neusorpigal nach Ironfist haben wir höchstens 2-3 Wochen gebraucht. Ja, vielleicht doch ein bisschen mehr. Am Anfang ist es ganz schön haarig gewesen, mit immer wieder rauslaufen und so weiter. Das kennt man ja heutzutage gar nicht mehr. Hust, hust, hust. Okay, kurz Karte gucken. Ah, ich hätte es fast vergessen. Wir wollten hier zum Zwerg. Und wenn ich die Karte da gerade richtig gesehen habe. Stimmt, da war eine Taverne vor der Zwergenmine. Hast doch sehr einladen, um da einen Zwergen reinzustecken. Den Zwergen-Axtmeister, den wir suchen. Welchen Tag haben wir eigentlich? 2. Februar. Laut Notizen ist am 20. März die Sommersonnenwende. Also eine von diesen Wänden, die es hier gibt. Hier gibt es ja 4. Oh. Keine richtige Tür, okay. Willkommen. Hier ist kein Zwerg. Gibt es hier noch mehr Türen drumherum? Nö. Ah, es ist komisch. Also hier ist die Zwergenmine. Glaube ich zumindest. Ja. Und darin kamen wir nicht weiter, weil wir einen Schlüssel brauchten. Zzz. Wenn ich ein Zwerg wäre und von meinen Zwergenkameraden ausgeschlossen worden wäre, würde ich nicht unbedingt 10 Meter weiter in die Taverne ziehen, oder? Aber allzu weit weg auch nicht. Folgen wir mal der Straße hier, gucken wir, wo es hinführt. Ich denke mal Freehaven, oder? Schmugglerbucht. Mach mal Auge. Da war der eine Tempel. Ich denke nicht, dass der Zwerg ein Boot genommen hat, freiwillig auf irgendeine Insel gezogen. Wir könnten also hier nochmal die Häuser durchgucken. Da ist der Zirkus. Aber nee, das sieht nicht so wirklich aus, als wenn er hier irgendwo wäre. Trotzdem kann es nicht schaden. Außerdem können wir uns zwischendurch einen Spaß erlauben. Und Chaos anrichten. So. Wusch, 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 wusch. So, stopp du. Stunde der Kraft. Weg, 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 weg. Hier liegen ja noch Knochen rum. Aber mit dem Ruf haben wir es momentan ja nicht so ganz. Also, dass wir uns da frei bewegen können. Wir wollen ja momentan möglichst viel Ruf machen, damit wir auf jeden Fall Lichtmeister werden können. Ich hab's. Pff, nee, komm. Das hätte ich mir echt sparen können.
Also hier Kisten zu öffnen. So, was haben wir da? Schön, dass du da bist. Nichts. Wie geht's? Was? Schön, dass du da bist. Ein Agent. Schön, dass du da bist. Was machst du? 10% Bonus auf alles Gold. Jean Action. Nein, Jean Acton. Den hätten wir vor ein paar Monaten brauchen können, als wir noch Goldknappheit hatten. Jetzt hält sich das allerdings wirklich in Grenzen. Also ich? Nie. Wir sind doch keine Erbsenzähler. Wir haben 65.461 Erbsen. Oh, nee. Zaubermeister. Du bist auch schon Zaubermeister, nein? Nein, du bist Mystiker. Okay, du raus. Oh, hallo. Du anheuern. Also haben wir jetzt einen Mystiker und einen Zaubermeister und die sticken hoffentlich. Hallo. Haus der Heilung. Einen schönen Tag. Schönen Tag. Das ist eine Ausbildungsstätte. Der Goblinzahn. Da wird sich ein Zwerg auch nicht hin verirren, denke ich. Außer es ist ein sehr, sehr frustrierter Zwerg. Hallo. Experte in Kettenrüstung. Bist du schon? Bist du schon? Schön, dass du da bist. Experte des sechsten ja. Sinns. Aber nö, kein Zwerg. Was machen wir denn da? Wir können von der Zwergenmine aus nach Westen gehen und nicht nach Norden. Mal gucken, ob der da irgendwo ist. Burg Eilenfist, jo. So. Genau, Westen wollten wir. Unsere neue Mitstreiterin sieht ganz schön grimmig aus. Sumpf der Verdammten. Hier ist niemand. Der Zirkus ist weitergezogen. Ja, okay. Ist das da unten die Taverne, wo wir jetzt schon mal waren? Ja. Da ist ein Schrein. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Ah, das ist kein Schrein. Snaggles Eisenmine. Noch eine Zwergenmine? Die größte Zwergenmine in Enros. Snaggle hat sie als Thronfolger des Zwergenkönigs geerbt. Okay. Wo sind wir? Wir sind in einer Zwergenmine, Talana. Du, das da. Und ich höre jetzt schon Schleime. Ja, Zwerge. Ja, viele Zwerge. Viele schwache Zwerge. Du. Ja, die können wir einfach so niederhauen. Vielleicht wurde unser Zwerg ja auch gefangen genommen. Von den bösen Zwergen hier. Oh. Und dann finden wir ihn hier. Er gibt uns einen Schlüssel und wir können in die andere Zwergenmine. War da gerade ein Schädel auf der Tür? Das sind sehr makabere Zwerge. Leeres Fass. Ein paar Bücher, aber nichts allzu hohes. Das sind Expertenbücher. Und Basisbücher. Da ist was Besseres. Das sind nur ganz schön viele. Sehr belesene Zwerge. Okay. Oh. Können alle weg. Flammenpfeil. Ne, das ist nichts bei, was man wirklich braucht. Weg, 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 weg. Best ein bisschen anders stapeln. So. Können die Stäbe nämlich auch noch weg. Und das war in dem Stein bei Burg Ironfist. Recht einfacher Zweier, ne?